Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit Steffen, dem Stegosaurus. Es gab auch schon eine erste Episode mit diesem Stego. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch das Video. Und es geht auch nahtlos an der Stelle weiter, wo wir letztes Mal aufgehört hatten. Das heißt, wir befinden uns immer noch auf der Wiese vom Center, also da, wo am meisten los ist. Und neben uns im Gras liegt leider unser verstorbener Freund Bong. Die beiden Übeltäter laufen da gerade in der Ferne noch weg. Und wir machen nochmal einen letzten Trauerschrei für Bong. Und dann haben wir auch ganz, ganz schnell einen neuen Freund gefunden. Hi! Bist du mein neuer Freund? Hallo. Du bist Roadrunner. Hallo Roadrunner. Bist du mein Bing und Bong Ersatz? Bin aber kein guter Beschützer, wie du siehst. Ich hab's nicht hinbekommen, die beiden zu verteidigen. Der eine hat Selbstmord gemacht und der andere wurde leider von zwei Kanus. Okay. Ich glaube, er will nicht bei mir bleiben. Tschüss, Roadrunner. Wir sehen uns. Da bist du ja wieder. Jetzt habe ich schon zwei von euch. Ja, wie nenne ich denn den anderen? Roadrunner und... Ich kann euch nicht auseinanderhalten, sieht genau gleich aus. Und Wiesel, weil du flink wie ein Wiesel bist. Einige Menschen sagen, ja, man wird wiedergeboren. Ich glaube, das sind im Herzen Bing und Bong. Oder Roadrunner und Wiesel? Seid ihr das? Ich weiß es. Ich fühle es. Die Gullies greifen an. Ich glaube, das war Roadrunner, oder? Oder war das Wiesel? Ich glaube, das sind meine Gullies, oder? Hier ist nur einer. Der andere hat gerade attackt. Oh, der ist tot. Oh nee, ich habe schon wieder einen Kumpel verloren. Ja, toll. Ich habe ganz schön Verschleiß an Freunden. Haut bloß ab. Na toll. Das war ja quasi schon wieder ein Selbstmord. Irgendwie treibe ich alle meine Kumpels in den Selbstmord. Der eine springt von der Klippe, der andere greift als Baby irgendwie ausgewachsene Fleischfresser an. Irgendwas mache ich falsch. Bist du okay?
Oh, der ist schon tot, oder? Ist das tot? Sieht so lebendig aus. Da kommen sie alle. Komm, trau dich. Komm her. Oh, der Pteranodon, pass auf. Jetzt kommen auch noch Raptoren. Ey, pass auf! Roadrunner! Pass auf dich auf. Das wollen wir ja nicht. Vertraue dem nicht. Bleib schön hinter mir, Roadrunner. Guck mal, wie die Krokodile sich darum reißen. Komm, ich helfe mal den Raptoren. Kommt her. Kaum Schaden gemacht. Oh, die greifen Roadrunner an. Oh nee. Ich habe ein bisschen Angst gerade gehabt, weil er meinen Kopf so ein bisschen gebissen hat. Was war das halt so gut? Roadrunner, renn. Wollt ihr euch doch helfen? Roadrunner, du musst bei mir bleiben. Ich wäre mit euch Kumpel gewesen, ja? Hättet ihr einfach das Croc gegessen und nicht meinen Freund Roadrunner. Aber ihr müsst ja wieder so einen Schmuh machen. Die wollen mich. Oh, mir geht's aber noch gut. Mir geht's noch gut. Diese fiesen Crocs wollen mich natzen. Fast gestorben, das Vieh. Oh, das greifen Kano und die Raptoren an, oder? Nee, ein Galli ist da. Oha.
Lass den Galli in Ruhe. Ist das Roadrunner? Das ist Roadrunner, oder? Ich weiß es nicht. Das sind voll viele von denen. Guck mal. Eine ganze Familie. Oh mein Gott, ich bin fast die Klippe runtergelaufen. Wir haben übrigens gerade 100% erreicht. Das wäre bitter gewesen. Ich habe eigentlich nur einen Ort gesucht, um mich auszuloggen, weil ich die ganze Zeit von kleinen Gullis verfolgt werde. Ich will die eigentlich abhängen. Die haben mich fast in den Tod geführt. Gullis, es ist spät. Papa muss ins Bett. Ja doch. Ich muss ins Bett. Lasst mich in Ruhe. Raptoren, holt euch die Gullis. Lasst mich in Ruhe. Ich will einfach nur ausloggen. Geh weg. Beim nächsten Mal, als ich weitergespielt habe, musste ich leider den Server wechseln, weil auf Azura 2, wo ich den Stego großgezogen hatte, da war irgendwie gar nichts mehr los. Und deswegen bin ich auf den Server gegangen, wo es halt Free Growth gab, dass wir direkt komplett ausgewachsen sind. Das große Problem, was diese Server halt mit sich bringen, ist, dass es viel mehr große Fleischfresser gibt, viel mehr andere Stegos, viel mehr Dinos. Das heißt, es gibt mehr Konkurrenz und dadurch ist es dann auch gefährlicher für uns. Ich geh mal hin. Mal gucken, wie der so drauf ist. Vielleicht sind die ja friedlich. Der ist da mit seinem Baby. Ah ne, das ist ein Kano-Baby. Kleiner Kano und ein Cerato. Okay. Das sieht aber cool aus von den Farben, der Cerato. Willst du mitkommen? Er vertraut mir auf jeden Fall. Ich könnte ihn jetzt so weg one-shotten wahrscheinlich, aber mache ich natürlich nicht. Oh, das ist ein Kano, der ihn angreift. Muss ich ihn direkt verteidigen. Oha, da greift sogar den kleinen Kano an. Hau ab. Diese fiesen Kanus immer. Ich bin ehrlich gesagt ja gar kein Fan davon, dieses Mixpacking zwischen Fleisch- und Pflanzenfressern. Das mag ich eigentlich nicht so gern. Aber es war gerade so süß, weil wir uns halt gerade so angefreundet hatten und dann konnte ich ihn gerade verteidigen. Aber jetzt die ganze Zeit mit ihm rumlaufen will ich eigentlich nicht. Ich hoffe, er folgt mir einfach nicht. Der Kleine ist okay. Den passe ich auf. Der kann mitkommen. Na guck mal, er hat jetzt einen Freund gefunden, der andere Cerato.
Der humpelt so. Der Arme. So, ich nenne dich Kelvin. Kelvin, der kleine Kano. Du musst bei mir bleiben, Kelvin. Bist jetzt mein Küken. Ich passe auf dich auf, bis du groß genug bist, um auf dich selber aufzupassen. Aber dann müssen sich unsere Wege trennen, okay? Du hast bestimmt Hunger. Vielleicht sollten wir dir was zu fressen suchen. Ich kann ja auch mal schnuppern. Ich sollte das ja auch eigentlich riechen. Die nesten da oder so. Ich bin ja eigentlich jetzt, glaube ich, cool mit den Ceratus. Gehe ich mal von aus. Ich denke nicht, dass die mich attacken oder jetzt Angst haben. Ich will nur mal schauen, ihr Kleinen. Nicht angreifen. Aber hier sind gar keine kleinen Babys, oder? Sind das viele. Nun sollen sie mal in Ruhe nesten. Ich hoffe, die lassen mich in Ruhe. Wo ist denn der kleine Kelvin eigentlich? Wie die mir alle vertrauen? Was ist denn los? Ach, der wurde gegrowt. Das ist Kelvin. Oh mein Gott, ich habe mich schon gewundert, wo der herkam aus dem Nichts. Der wurde gerade gegrowt. Der kleine Kelvin ist groß. Oh Gott. Ja, Kelvin, was habe ich gerade gesagt? Du musst jetzt gehen. Husch, husch. Aber ich will ihn jetzt nicht irgendwie böse anmachen oder so. Ich hoffe einfach, dass er irgendwann irgendwo hingeht, essen oder so und dann renne ich weg. Das ist mein Plan. Ansonsten wird das jetzt eine ungewollte Freundschaft. Ah, er geht schon. Das ist gut. Er rennt weg. Oh, da unten wäre ein anderer Stego. Vielleicht können wir uns mit dem anfreunden. Aber es kann halt auch gefährlich sein. Wenn das mehrere sind, kann es gut sein, dass die mich töten. Guck mal, er legt sich da hin. Vielleicht können wir uns anfreunden. Ich werde es versuchen, weil es wäre ganz cool, wenn ich irgendwie nicht ganz alleine bin. Weil ihr seht ja, wie viele ausgewachsene Fleischfresser hier rumlaufen. Ich mach mal Friendly Call, weil ich glaube, der hat auch Angst vor mir. Okay, er möchte nicht groupen. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ist immer wieder schön, wie sich der Stego da reinwirft. Ey, Pumba, willst du mein Freund sein? Ja? Kein anderer möchte. Sogar Kelvin hat mich verlassen. Dann bist du jetzt mein Freund. Dann greif mich nicht mal an, das finde ich voll cool. Ich dachte, der geht jetzt auf mich los. Aber ich weiß, was ihr sehen wollt, Zuschauer. Aber dann müsst ihr dafür auch ein Like da lassen. Da habt ihr euren Spießbraten. Ja, tut mir leid. Das waren die YouTube-Zuschauer. Die wollten, dass du stirbst. Komm, wir machen zusammen Schlammbad. Ach, der will das Schweinchen essen. Ja, das ist auch okay. Dann habe ich es wenigstens nicht umsonst getötet. Was habe ich dir zubereitet, lieber Kano? Oh, da vorne ist voll die Krokodilwanderung. Drei Stück oder so waren das.
schwimmen nach da oben. Ja, drei Stück. Oder waren das vier? Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt das Wasser überqueren? Was meint ihr? Bestimmt, oder? Da war noch eins. Zeig dich, ich hab dein Köpfchen gesehen. Da ist es. Hi. Wollen wir Freunde sein? Ja, guck mal, es kommt jetzt aus dem Land. Bitte nicht schnappen. Es hat noch Angst vor meinem Stachel, aber ich mache ja nichts. Na du kleiner Süßer. Was ist da denn für ein Albino auf der anderen Seite? Das Koko trinkt gerade. Ja, wir sind heute alle sehr friedlich. Noch. Die Ruhe von dem Sturm. Ach, ein Baipi ist das, glaube ich. Oh ja, ein kleiner Baipi. Der ist so winzig. Oh. Hallo, Mini-Stego. Stego, bleib hier. Du haust ab. Wo ist der Mini-Stego hin? Mini-Stego, wo bist du? Ich will dich doch adoptieren. Der Kano wollte den Hipsi schnappen. Hau ab. Ach nee, ist ein Pachi. Ich schütze dich, mein kleiner Pachi. Guck schön hinter mir, Pachi. Er hat Bock auf dich. Sehr gut gemacht. Oh nein.
Der Kano will ihm einen Unfug machen, ich sehe das. Komm, brich dir die Knochen. Pass auf! Ab. Schade, ich habe gehofft, dass er sich die Knochen bricht. Aber schlagen bringt halt nichts, weil das echt lange braucht zum Zuhauen. Ich kenne das ja. Oh nein, pass auf! Oh Gott! Er hat ihn, oder? Ja, er hat ihn. Wow, scheiße. Schade, ich dachte, ich kann wenigstens die Leiche verteidigen. Na, ihr kleinen Süßen. Ist immer so schwer als Stego, die zu verteidigen. Ich würde ja rüberschwimmen, aber ich weiß, dass ich da hinten wieder so schlechte FPS haben werde. Und ich habe da irgendwie keine Lust zu, muss ich sagen. Aber hier passiert halt so wenig auf dieser Seite. Oh mein Gott. Worüber beschwere ich mich? Dass zu wenig passiert. Okay. Einfach 5 Cross. Haben wir aber nicht so viel Schaden gemacht. Es geht eigentlich. Gut, dass ich nicht rübergeschwommen bin. Das wäre mein sicherer Tod gewesen. Ab wieder mit euch ins Wasser, los. Ihr Fieslinge. Oh, da kommt noch ein anderer Stego. Oh Gott, jetzt habe ich aber Angst. Jetzt hau ich ab. Der kommt hier so aggro, der gehört safe zu denen. Jetzt muss ich rennen. Aber 100%ig gehört er zu denen. Oder kämpfen die gegen die? Ich weiß es nicht. Ich vertraue denen auf jeden Fall nicht. Aber das sind halt alles Mixpacker. Das ist super gefährlich. Aber die kämpfen, glaube ich. Ich renne trotzdem weg. Ich möchte nicht sterben. Meine kleinen Freunde sind auch am Start. Okay, wir werden angegriffen von Kanos. Bin auf jeden Fall gut gehittet. Die Stegos kommen halt auch. Die werden mich jetzt finishen wahrscheinlich. Ich denke mal, die arbeiten alle zusammen. Das war so klar. Ich
Level auch kaum noch Ausdauer. Kann man nichts machen. Aber Leute, das soll es jetzt auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Falls ihr nochmal eine weitere Folge mit dem Stego sehen wollt, dann schreibt gerne Hashtag Stego in die Kommentare. Und ich würde mich auch sehr über ein Like freuen, falls euch das Video gefallen haben sollte. Und falls ihr einen von diesen anderen Dinos sehen wollt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich jetzt schon mal vielmals bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.